Und man fragt sich dann natürlich, was hat man denn aus der Geschichte gelernt? Oder ist das Methode? Ist das einfach ein Mittel, um ganze Länder und Völker derart in Abhängigkeit zu bringen und zu treiben, dass sie sich sozusagen alles gefallen bieten lassen müssen, dass sie immer mehr sozusagen ausgebeutet und ausgeplündert werden? Ist das vielleicht sogar der Sinn der Sache? Ist es gar nicht so schlimm, wenn Schuldner in Schwierigkeiten kommen? Das ist mir auch relativ spät erstmal als Frage gekommen. Gehört das zu dem Spiel dazu, dass man Schuldner in eine solche Situation treibt, in den Bankrott, in den Staatsbankrott treibt, um dann den vollen Zugriff auf die Ressourcen dieses Landes zum Beispiel und auf die Arbeitskraft und die Produkte davon der Menschen zu haben? Also das wäre eine Ablaufkette, Kreditbedarf, manchmal ist der ja ohnehin vorhanden, wenn nicht genügend, wird er geschaffen, Kreditbedarf, Verschuldung. Ja, und wenn die Schulden zusammenbrechen, früher dachte ich immer, das muss den Gläubigern unangenehm sein. Sind ja dann Ausfälle. Nein, es ist aber dann der Anlass, und zwar ganz legal, um den Fuß in die Tür zu setzen in diese Länder. Da braucht man gar nicht militärische Invasion. Das wirkt aber auch. Und es gibt einen kanadischen Ökonomen, Michel Chossudovsky, der spricht in dem Zusammenhang von Financial Warfare, Kriegführung mit Finanzinstrumenten, also mit Verschuldung letztendlich der verschiedenen Formen, um dann letztendlich zu enteignen. Aber das wird nicht Enteignung genannt, aber es ist eine. Es ist auch der Souveränitätsverlust der ganzer Länder, wenn dort Institutionen auf einmal das Ruder und das Kommando übernehmen, wie etwa der IWF, der Internationale Währungsfonds, der eine ganz unselige, jahrzehntelange Geschichte hat. Zunächst gegenüber Ländern der Dritten Welt. Vorher hatte er eine ganz andere Funktion, aber als sie sich erledigt hatte, das war mit dem Zusammenhang, der Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems, da komme ich am Montag drauf zu sprechen, diese merkwürdige Rolle des amerikanischen, US-amerikanischen Dollar. Danach war eigentlich die frühere Aufgabe und Funktion des IWF hinfällig, die hatte sich erledigt, er hätte aufgelöst werden müssen. Stattdessen hat man ihn in eine neue Rolle gebracht und vor allen Dingen gegenüber Ländern der dritten, später auch der zweiten Welt, dass er dann gesagt hat, wenn diese Länder über die internationalen Kapitalmärkte keine Kredite mehr bekommen, dann springt der IWF mit helfender Hand noch ein, aber unter folgenden Voraussetzungen. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, zehntens. Das ist die sogenannte Auflagenpolitik des IWF gewesen. Strengste Auflagen, die diesen Regierungen dann oftmals im wahren Sinne des Wortes diktiert worden sind. Die Gesetze in den Ländern sind von IWF-Experten diktiert und formuliert worden und dann dort durchgedrückt worden. Sonst kriegt er keine Kredite. Und damit hat der IWF internationale Gläubigerinteressen vertreten. Und es gibt ganz viele Beispiele dafür, dass er mit diesen rigorosen sogenannten Strukturanpassungsprogrammen diese Länder und Völker, große Teile der Bevölkerung, nicht alle, nicht die Oberschicht, nicht die Elite, aber große Teile der Bevölkerung in Armut und Elend und Verzweiflung getrieben hat. Und ausgerechnet dieser IWF soll jetzt hier mit ins Boot genommen werden, um diese südlichen Länder, also Griechenland und so weiter, Italien, Spanien, Portugal und dann womöglich noch Irland, um die also sozusagen auf Vordermann zu bringen. Und unsere Bundeskanzlerin hat ja vor einigen Wochen gesagt, ja, der IWF wäre deswegen so willkommen,
der ja auch einen Teil der Sünde übernimmt, aber vor allen Dingen dann eben seine strengen Auflagen dann durchdrückt. Deswegen, weil er hätte ja jahrzehntelange Expertise, ja, also das heißt ja Erfahrung und Expertenwissen. Ja, das sind die Experten in der Ausplünderung ganzer Länder und Völker. Und das sagen nicht nur irgendwelche, ich sag mal, Linksradikalen oder sonst was für Extremen, sondern das sagen mittlerweile auch Ökonomen, also hier wie etwa der Joseph Stiglitz, der immerhin jahrelang Chefökonom der Weltbank war, einer Schwesterinstitution des IWF und der auch Nobelpreisträger in Ökonomie war, bevor er dann dieses Buch geschrieben hat, sonst hätte er wahrscheinlich das nicht bekommen. Schatten der Globalisierung. Und er sagt noch, können die wirklich, diese Experten, so blind sein, dass sie nicht sehen, was die verheerenden Konsequenzen dieser Politik sind? Sind die so realitätsfern ausgebildet? Das ist eine mögliche Interpretation. Und viele davon werden wirklich auch so ausgebildet worden sein. Ich kenne ja den Betrieb von innen, was da an Realitätsverlust vermittelt wird im wirtschaftswissenschaftlichen Studium weitgehend. Aber vielleicht gibt es mindestens einige, die da durchaus strategisch rangehen und sagen, das ist ein Mittel, um ja in andere Teile der Welt den Fuß reinzukriegen und auf die Art und Weise Ressourcensicherung zu betreiben. Das haben wir doch gerade mal gehört vor ein paar Tagen von unserem zurückgetretenen Bundespräsidenten aus Köhler, der mit einem Male dann etwas formuliert hat, was hinter den Kulissen in der Elite ja längst völlig klar war, dass hier die Militäreinsätze auch der Bundeswehr und Kriege in Afghanistan, meint er, nicht die Gründe hatten, die man immer angeführt hat. Bekämpfung des internationalen Terrorismus, die Befreiung der Frau aus der Unterdrückung in Afghanistan, den Aufbau der Demokratie in Afghanistan, die Bekämpfung des Drogenanbaus und Drogenhandels, ja, der ist so aufgeblüht seither. Das waren alles vorgeschobene Gründe. Letztendlich waren es von Anfang an ökonomische Gründe. Es geht wohl sehr stark um die Sicherung auch von Pipelines, um die ja, Ressourcen, also in dem Fall die Ölressourcen von nördlich von Afghanistan, möglichst auf sicherem Wege in die Arabische See zu bringen und dann auf Schiffe zu verladen. Das war ein wesentliches Motiv. Ressourcen sicher. Ja, aber es wurde eben immer anders gerechtfertigt. Und jetzt ist der Köhler dann mit diesem Interview ja in die Öffentlichkeit gegangen und hat wohl mal angetestet, lässt sich das jetzt gesellschaftsfähig machen, Kriege zu rechtfertigen zur Ressourcensicherung eines Landes wie Deutschland, was eben so außenhandels- und exportabhängig ist und wo ganz viele Arbeitsplätze dran hängen. Also das ist da, er hat wirklich die Katze aus dem Sack gelassen. Und ich interpretiere das ja so, dass es mal ein Antesten war, ein Versuchsballon. Wie wird das aufgenommen in der Gesellschaft? Geht das durch? So einigermaßen. Dann braucht man nicht diese umständlichen Scheinerklärungen zu finden, sondern dann kann man Klartext reden. Und dann steht die Bevölkerung vielleicht überwiegend sogar dahinter. Aber dann kam ja dieser Sturm der Entrüstung und vielleicht hat er erwartet, dass er dann in Schutz genommen wird von Merkel und Westerwelle und die haben ihn dann im Regen stehen lassen. Und das war es dann. Aber ob das die Erklärung ist letztendlich, ich weiß es nicht. Jedenfalls, was den IWF anlangt, und der Köhler war übrigens ja jahrelang Chef des Internationalen Währungsfonds. Und auch in einer Zeit, wo der sein Unwesen, also der IWF, sein Unwesen getrieben hat, gegenüber etlichen Ländern der dritten und der zweiten Welt. Da hat er kaum mal drüber geredet. Er hat kaum mal
sich davon distanziert und seine paar Äußerungen jetzt von wegen, dass die Finanzmärkte ein Monster wären und so weiter, die kamen ja auch relativ spät. Und dann hat er auch nicht nochmal nachgelegt, richtig. Also was nun wirklich hinter dem Rücktritt gesteckt hat und was die tieferen Gründe waren, das weiß ich nicht. Aber der IWF jedenfalls ist jetzt in der aktuellen Situation der Griechenland-Krise und der Euro-Krise mit ins Boot geholt worden. Übrigens zahlt natürlich auch Deutschland einen Teil beim IWF ein. Das sind dann also nicht nur Mittel von anderen. Aber der IWF hat eine ganz merkwürdige Konstruktion, nicht etwa wie in der UNO, dass jedes Land eine Stimme hat, sondern das ist organisiert wie, Moment, das ist organisiert wie eine Aktiengesellschaft, also nach Anteilen von Ländern. Je nachdem, wie viel sie eingezahlt haben in den IWF und welche Quote sie dort haben, haben sie entsprechendes Gewicht, Stimmengewicht. Und das größte Stimmgewicht haben ohnehin die USA. Wenn man das mit den Industrienationen noch zusammentut, dann haben sie gegenüber der Dritten Welt die Mehrheit. Aber die USA haben darüber hinaus noch eine Besonderheit im IWF. Sie sind das einzige Land, was ein Vetorecht hat. Das einzige Land. Das heißt, Europa holt sich zur Lösung der Griechenland-Krise und der Euro-Krise diese Institution ins Boot, von der etliche Kritiker sagen, sie hat so viel Dreck am Stecken. Ja, wenn man dieses Buch mal liest, hier von Michel Chossudowski, Global Brutal, der entfesselte Welthandel, die Armut, der Krieg. Da sind etliche Beispiele dokumentiert von Ländern, wo der IWF tätig geworden ist. Und wie diese Länder, man kann wirklich sagen, zugrunde gerichtet worden sind. Und diese Institution holt unsere Regierung, die hier geschworen hat, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden, holt diese Institution hier ins Boot. Und lässt sie dann durchholzen, zunächst an der Peripherie. Und es wird abzuleiten sein, dass das nicht an der Peripherie bleiben kann. Auf der Website von Konstantin Wecker findet sich ein Artikel, ich bin mir nicht sicher, ob er von ihm selber ist. Heute Griechenland, morgen wir. Das heißt also, es ist zu erwarten und zu befürchten, dass diese eiserne Hand, die da reingeholt wird, dass die schließlich auch hier, auch in Deutschland, immer mehr sozusagen diktieren wird, was zu tun und was zu lassen. Und wenn das nur noch von Finanzinteressen, das heißt also von den Interessen der Gläubiger bestimmt wird, der internationalen Gläubiger, die allem voran ihre Forderungen durchsetzen wollen. Und wenn sie dann auf demokratischen Wege, mit demokratischen Regierungen nicht mehr durchzusetzen sind, weil solche Regierungen dann beim nächsten Mal abgewählt werden, ja, dann gibt es auch keine Sentimentalitäten, sondern dann ist es eben auch okay und irgendwann mal scheinbar sachnotwendig und alternativlos, dass es in Richtung Diktatur läuft. Das wird man nicht so nennen, es wird dann heißen, es sind Finanzexperten, jetzt international renommierte Finanzexperten oder Institutionen. Aber faktisch ist die Tendenz für mich erkennbar in Richtung einer Finanzdiktatur. In Schweden will man das Bargeld jetzt abschaffen. Ja. Also Stand heute in der Zeitung. Also ich würde aber sagen, jetzt nicht in die Diskussion, sondern jetzt nehmen wir die Pause. Genau. 10 Minuten Pause. So, ich würde gerne weitermachen. Ja, im zweiten Teil werde ich jetzt
stärker auf den Euro zusteuern. Aber ich fand es wichtig, erstmal den groben und großen Rahmen abzustecken und zu skizzieren, weil nach meinem Eindruck der Euro und die Euro-Krise ein Teilaspekt des größeren Geschehens ist. Was hier noch als zusätzlicher Punkt dazukommt, ist das Stichwort Währungsunion. Also europäische Währungsunion, und um die Probleme einer Währungsunion zu verstehen, denke ich, ist es erst sinnvoll, anhand einzelner relativ einfacher Modelle mal ein paar Zusammenhänge durchzuspielen. Erst auf einer allgemeinen Ebene, und das werde ich dann übertragen, vielleicht ganz kurz auf die Währungsunion, die deutsch-deutsche Währungsunion, die ja der Europäischen Währungsunion vorausgegangen ist, wo schon bestimmte Funktionsprobleme erkennbar geworden waren bei der deutsch-deutschen Währungsunion, wo man daraus hätte lernen können, auch für eine Europäische Währungsunion, und das nach meinem Eindruck viel zu wenig getan hat. Also werde ich dann im zweiten und größeren Schritt auf die spezifischen Bedingungen der Europäischen Währungsunion und des Euros dann zu sprechen kommen. An einem ganz einfachen Modell will ich mal am Beispiel zweier Länder gedanklich durchspielen, welche Rolle überhaupt so was wie der Wechselkurs spielt. Das soll hier also das Sozialprodukt eines Landes A sein. Na, vielleicht mal das ein bisschen größer noch hier. Und das sollen die Gutscheine sein. Also, dass wir uns mal vorstellen, Gutscheine als Anspruch auf Teile des Sozialprodukts. Und wenn das Sozialprodukt im Land A aus 4 Stück besteht, stellen wir es uns ruhig vor, 4 Stück Kuchen. Und wenn dem dann Gutscheine gegenüberstehen, auch 4 solche Gutscheine, und ein solches Stück Kuchen heißt hier A, und ein solcher Gutschein heißt dann Gutschein bezogen auf A, dann würde das bedeuten, ein solcher Gutschein ist ein Anspruch auf ein A. Und so auch mit den anderen Gutscheinen. Jetzt male ich hier ein zweites Land hin, B, in dem denkbar einfachsten Fall in vieler Hinsicht, oder hier in dem Modell sogar in jeder Hinsicht, dem Land A gleich. Auch hier werden 8 Stück produziert, Sozialprodukt. Auch hier gibt es Gutscheine, die sich beziehen jetzt auf dieses B. 4 solcher Gutscheine . Das ist also hier Gutschein auf B. Wenn jetzt ein Austausch stattfindet, also das sind verschiedene Länder mit verschiedenen Gutscheinen, man ahnt wahrscheinlich, dass man sich das auch vorstellen kann als verschiedene Währungen und Währungseinheiten, und es würde jetzt getauscht, dann müssten die aus dem Land B ja erstmal den Gutschein auf A erwerben, um in A kaufen zu können. Und die hier in Land A müssen den Gutschein auf B erwerben, um in B kaufen zu können. Das soll mit dem folgenden Bild oder der folgenden Bilderfolge mal dargestellt werden. Hier sind wieder 4 Stücke, Sozialprodukt, Gutscheine, und 3 davon sollen sich hier beziehen
auf A werden also sozusagen hier eingelöst, aber einer davon soll ausgetauscht werden gegen den Gutschein von B. Also male ich hier nochmal B hin, auch vier Stücke und drei davon werden eingelöst in Land B. Und einer davon wird ausgetauscht. Ich male hier immer diese gekringelte Linie, die soll einfach andeuten, symbolisch andeuten, dass das in Gutschein- oder in Geldform ist, während das andere hier mit geraden Linien gezeichnet ist und meint also die Produkte. Nehmen wir an, das wäre jetzt hier schon nach dem erfolgten Austausch, sodass dieser eine Gutschein hier ein Gutschein auf B ist, ja, so wie die drei hier auch, aber jetzt in den Händen der A-Leute, so nenne ich sie mal. Und das hier ist Gutschein auf A in den Händen der B-Leute. Und das wäre ein Austauschverhältnis in dem Fall von 1 zu 1. Wenn nämlich dieses Stück des Kuchens hier mit dem gleichen Aufwand produziert worden ist, nehmen wir auch mal an, dadurch die gleichen Kosten, dadurch die gleichen Preise pro Stück, dann könnte man mit dieser Währungseinheit oder mit diesem Gutschein hier ein solches Stück kaufen, und wenn das die gleichen Bedingungen wären, könnte man auch ein Stück davon kaufen. Also der Gutschein auf B wird hier verausgabt. Und da bekommt man auch ein Stück, und das soll sogar vergleichbar sein mit dem, was hier produziert worden ist. Und hier dieser Gutschein auf A wird hier eingelöst, gilt ja auch nur dafür, und man bekommt auch da ein Stück. Das heißt also, dieser Wechselkurs, der das ja wäre hier, das Austauschverhältnis dieser Gutscheine, würde das widerspiegeln, dass die Kaufkraft dieser Gutscheine die gleiche ist in den beiden Ländern A und B. Wie wäre das jetzt, wie würde sich das verändern, wenn ausgehend von dieser Situation zum Beispiel Land A seine Produktivität im Laufe nicht von einem Jahr, aber von vielen Jahren verdoppelt, und das heißt, mit dem gleichen Einsatz an Einsatzfaktoren die doppelte Stückzahl produzieren kann. Das sieht jetzt, der Block sieht in der Zeichnung jetzt nicht doppelt so groß aus, sondern es drückt sich diese gesteigerte Produktivität darin aus, dass statt vorher vier Stücke mit dem gleichen Einsatz von Einsatzfaktoren acht Stücke produziert werden. Das heißt, die Produktivität hätte sich jetzt verdoppelt. Und die Gutscheine darauf wären immer noch so, dass es vier Gutscheine auf A gibt. Das ist jetzt ein A zum halben Aufwand, zu den halben Kosten, zum halben Preis. Also über viele Jahre hinweg ist das insoweit dann billiger geworden. Das würde bedeuten, ein Gutschein von A ausgegeben hier wäre jetzt, würde entsprechen zwei solchen A. Ja, weil jedes ja nur noch den halben Preis kostet. Das gilt für alle anderen auch. Während im Land B die Bedingungen der Produktivität so geblieben sein sollen. Weiterhin vier Stück, also von hier nach da, soll sich insoweit nichts verändert haben. Die Gutscheine hier sind auch vier geblieben, und für einen Gutschein B bekommt man nach wie vor
ein Stück B. Wenn jetzt diese Gutscheine ausgetauscht werden, und wenn sie jetzt nach wie vor mit 1:1 ausgetauscht würden, dann würde das ja bedeuten, für den einen Gutschein kriegen Sie hier zwei Stück und die bekommen hier nur ein Stück. Das werden die natürlich nicht lange so akzeptieren. Es wird sich rumsprechen, dass dieser Gutschein im Vergleich zu dem hier weniger wert ist. Oder anders gesagt, dass der mehr wert geworden ist. Also das Doppelte. Aufgrund der gestiegenen Produktivität, aufgrund der insoweit dann halbierten Kosten und Preise. Also ist es hier angemessen, ein Austausch, und das wäre dann nach dem Austausch, das male ich jetzt gleich mal hier in diese Zeichnung rein, wo dann ein Gutschein von denen sich tauscht gegen zwei Gutscheine von B. Gutschein von B, Gutschein von B. Dann haben die hier zwei verloren oder ausgetauscht und kriegen dafür einen Gutschein von A. Das ist jetzt schon nachvollzogenem Austausch im Verhältnis 1:2. Ein Gutschein A tauscht sich gegen zwei Gutscheine B, was hier schon vollzogen ist in dem Bild. So, jetzt gucken wir mal, die Gutscheine werden hier eingelöst. Die zwei Gutscheine auf B beziehen sich hierauf. Dafür bekommen die A-Leute also 2B. Diese Gutscheine von B werden hier eingelöst und der Gutschein von A wird hier eingelöst. Und dafür, für einen Gutschein A, gibt es 2a. Also bei diesem Austauschverhältnis, bei diesem Wechselkurs hier, stimmt es wieder, sozusagen wäre es ein gleichwertiger oder wertgleicher Tausch, nämlich die bekommen 2b und die bekommen für den einen Gutschein A 2a. Und wenn es die gleichen und vergleichbare Produkte sind, mit dem einen Unterschied, dass das hier zu den halben Kosten produziert worden ist, ist das ein gleichwertiger Tausch. Das bedeutet also, der Wechselkurs, wenn er sich denn frei bilden kann, an den Märkten, wenn wir das jetzt auf Währungen beziehen, sind das dann die sogenannten Devisenmärkte. Da erwerben die A-Leute dann die Währung des anderen Landes, fragen die nach und die bieten ihre Währung an, um wiederum die andere Währung zu kriegen. Das wird alles vollzogen an den Devisenmärkten. Wenn die Devisenmärkte also so sind, dass Angebot und Nachfrage sich dort treffen, dann wird sich das einregulieren und einspielen, so dass es dann gleichwertiger Tausch sein wird. Hieraus kann man eines sehen, die Steigerung der Produktivität eines Landes, also im Land A, bei gleichzeitig nicht gesteigerter Produktivität hier, lässt den Wechselkurs dieser Währung ansteigen. Diese Währung wird im Verhältnis zur anderen Währung höher bewertet. Der sogenannte Außenwert dieser Währung steigt. Oder aus dieser Perspektive betrachtet, das produktivitätsmäßig, ich nenne es jetzt mal rückständige Land, was sich nicht oder nicht so entwickelt hat, dessen Währung wird im Austausch zur der Währung des anderen Landes geringer bewertet. Also hier findet tendenziell eine Aufwertung statt oder aus der Perspektive eine Abwertung. Jetzt nicht schlagartig, sondern das würde sich allmählich über die Jahre durchsetzen.
Nun könnte man sagen, das ist aber gar nicht schön für das Land B, wenn die eigene Währung am Devisenmarkt geringer bewertet wird und im Verhältnis zu diesem produktiveren Land eben sozusagen immer weiter absinkt, immer mehr einen Abwertungseffekt unternimmt. Man kann es aber auch anders betrachten. Dadurch, dass es einen Wechselkurs gibt, verbleibt überhaupt ein Teil der Inlandsnachfrage in diesem Land und ein anderer Teil kommt sogar von außen, die Auslandsnachfrage, also hier von A in Richtung B. Obwohl ja nach diesem Modell hier die Produktivität nur die Hälfte ist von hier und die Kosten die doppelten sind von hier und die Preise die doppelten sind von hier. Obwohl das gleiche Produkt hier doppelt so teuer ist, bleibt die Auslandsnachfrage nach diesem Produkt. Warum? Weil der hohe Preis wird ja ausgeglichen durch das billige Erwerben dieser Währung. Die Währung ist ja nur die Hälfte wert. Und weil die nur die Hälfte wert ist, nimmt man den doppelten Preis in Kauf. Und dann stimmt es wieder. Also es bleibt die Auslandsnachfrage erhalten, wenn sich diese Produktivitätsunterschiede niederschlagen und ausdrücken in dem entsprechenden Wechselkurs. Und wie gesagt, die Inlandsnachfrage bleibt auch zum Teil, also bis auf das, was hier ausgetauscht worden ist, bleibt auch erhalten. Nun könnte man sagen, wieso kaufen die denn hier im Inland überhaupt noch? Die könnten doch hier viel stärker im Land A kaufen, da ist doch alles nur halb so teuer. Ja, aber dafür ist die Währung dieses anderen Landes doppelt so teuer. Und dann geht der Effekt, dass das hier halbe Preise sind, geht über den Wechselkurs verloren. Das ist im Zusammenhang dann einer Währungsunion ein ganz wichtiger Punkt, den es zu bedenken gilt. Solange es unterschiedliche Währungen gibt und einen Wechselkurs, der sich frei einspielen kann, der nicht einfach irgendwie willkürlich und künstlich festgesetzt wird, wie das übrigens jahrzehntelang beim US-amerikanischen Dollar war, aber auf das Thema kommen wir nächste Mal. Bei sogenannten flexiblen Wechselkursen, bei frei sich einspielenden Wechselkursen, bringt es mit sich, dass dieses produktivitätsmäßig schwächere Land gleichwohl nicht die Inlandsnachfrage völlig verliert oder weitestgehend und dass auch Auslandsnachfrage vorhanden bleibt, aufrechterhalten bleibt. Das ist wie eine Art Gewächshaus. Das soll hier so ein Gewächshaus darstellen. Der Wechselkurs ist insoweit ein Schutz gegenüber dem produktivitätsmäßig schwächeren Land. Obwohl die Produktivität hier nur die Hälfte ist von dem und die Preise die doppelten sind von dem, hat es Inlandsnachfrage und hat es Auslandsnachfrage. Klar, das, was es importiert, muss es über diesen Wechselkurs reinholen. Das heißt, die Importe verteuern sich, aber weil sie sich verteuern, bleibt eben Inlandsnachfrage. Es geht nicht alle Nachfrage nach außen. Und damit kann hier die Produktionsstruktur aufrechterhalten bleibt. Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter, gedanklich, und male nochmal hier diese Länder hin und auch gegenüber einer Ausgangssituation hier mit doppelter Produktivität gegenüber diesem Land, was auf dem Ausgangsniveau geblieben ist. Und es gibt jetzt nicht mehr zwei verschiedene Gutscheine,
sondern man könnte sagen, einen Universalgutschein, der sowohl in A wie auch in B gilt. Also die haben beide die gleichen Gutscheine. Die haben beide die gleiche Währung, die vielleicht am Anfang auch gestimmt hat, wenn sie dann, meinetwegen den Euro anstatt die D-Mark und die Lira, wenn sie den Euro dann bekommen haben als einheitliche Währung, dann können sie ja ohne Zwischenschaltung von Devisenmarkt direkt mit diesem universalen Gutschein, Gutschein auf A und B, und Gutschein auf A und B, können Sie direkt im anderen Land kaufen. Das vereinfacht natürlich vieles. Und das hat man ja den Menschen damals auch schmackhaft gemacht. Ja, ihr spart euch immer diese Umtauscherei, wenn ihr da verreist. Und rückwärts, bei der Rückreise müsst ihr dann wieder sehen, wie ihr den, ja, diese andere Währung noch irgendwo loskriegt. Und das ist alles umständlich, das Rechnen und das Umrechnen, was natürlich im Zeitalter der Computer und der Taschenrechner ganz schwierig ist. Aber damit hat man sozusagen viele begeistert. Wow, das wird ganz einfach. Und ja, aber gucken wir uns mal an, was unter diesen Bedingungen hier passieren wird. Hier war ja ohnehin Nachfrage nach A, und das war hier B. Aber was soll denn die jetzt hier mit dieser gemeinsamen Währung noch ein Produkt nachfragen, was in dem Land hier doppelt so teuer ist wie hier? Das heißt, das, was vorher hier mal rübergegangen war, ich male das jetzt nur noch gepunktet, das bricht weg und wendet sich verstärkt hierhin. Was soll man denn noch in Ländern kaufen, die vergleichsweise jetzt mit der gleichen Währung teuer sind? Warum? Weil sie vergleichsweise unproduktiv sind oder vom Ausgangspunkt an ihre Produktivität weniger entwickelt haben als andere. Also die Auslandsnachfrage jetzt aus der Perspektive betrachtet, wendet sich ab, zum großen Teil. Jetzt kommt hier die ursprüngliche Inlandsnachfrage. Ja, was sollen die denn hier im Inland kaufen? Nur weil es das Inland ist, wenn es doch hier alles zum halben Preis zu haben ist. Also wird hier die Nachfrage die Biege machen sozusagen. Wird abzweigen in Richtung dieses produktiveren Landes. Ja, was heißt das? Dieses Gewächshaus, ja, wo sozusagen ein zartes Pflänzchen das erste Mal die Chance hat zu wachsen, auch in rauem Klima drumherum, das ist hier weg. Also ich mache es mal so hin, dass das hier mal war und jetzt ist es aber, jetzt ist es weg. Weggerissen. Diese Schutzhülle ist mit einer Währungsunion weggerissen. Dadurch ist dieses Land dem rauen Klima ausgesetzt und kann unter Umständen dort nicht mehr mithalten. Das ist eigentlich ganz einfach. Man kann das Gleiche durchspielen, ich habe das auch in meinem Buch getan, bezogen auf unterschiedliche Entwicklungen der Inflationsrate oder der Preisstabilität. Dann wäre das, um dem Beispiel zu bleiben, bei Land B eine höhere Inflationsrate. Sagen wir mal, wenn man das durchspielt, das will ich jetzt hier nicht alles nochmal aufmalen, könnte dieses Land Preisstabilität halten, während dieses Land in bestimmten Zeitraum über so und so viele Jahre dann eine Verdoppelung der Preise hat. Also das wäre über viele Jahre 100% Inflation. Jetzt nur mal als einfaches Beispiel. Dann würde genau das Gleiche eintreten.
Das Land, was eine stärkere Inflation hat, dessen Währung würde an den internationalen Devisenmärkten tendenziell absinken, also tendenziell abgewertet. Und wenn hier dann schließlich die doppelten Preise aufgrund der Inflation sind, jetzt nicht von Produktivitätsveränderungen, sondern nur von Inflation, dann würde sich das normalerweise bei flexiblen Wechselkursen niederschlagen in einer entsprechenden Wechselkursrelation. Also genauso dann auch wie in dem Beispiel. Man kann also zusammenfassen, das sind schon mal zwei wesentliche Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Wechselkurse. Die Produktivitätsentwicklung, und zwar die unterschiedliche zwischen zwei Ländern zunächst mal, und die unterschiedliche Inflationsentwicklung. Es würde sich niederschlagen in veränderten und sich verändernden Wechselkursen, und das Land mit größerer, stärkerer Inflation und mit geringerer Produktivitätsentwicklung, dessen Währung würde international abgewertet. Was man als Problem und als was Negatives betrachten kann, aber eben anders betrachtet, es ist dann auch diese Schutzhülle hier. Ohne diesen Wechselkurs, der sozusagen diese Unterschiede hier abfedert, so könnte man das vielleicht bildlich ausdrücken, würde eine solche Wirtschaft hier schließlich sang- und klanglos untergehen. Jedenfalls die Gefahr besteht. Das will ich mal hier noch andeuten in diesem Bild. Wenn nämlich hier die Nachfrage wegbricht, dann ist ja all dieses Angebot hier, das ist ja gar nicht mehr gefragt. Das ist weder gefragt vom Inland her, noch ist es gefragt vom Ausland, so wie hier vorher. Also sind das Überkapazitäten. Da ist was produziert worden, was nicht gefragt wird. Die Produktionsanlagen, die Kapazitäten werden dann nicht mehr ausgelastet. Das halten die Unternehmen nicht lange durch. Irgendwann bricht das hier zusammen. Und wenn das zusammenbricht, da kommen hier Arbeitslose raus. Das heißt, die hier vorher Beschäftigten werden hier rausgeblasen, rausgedrückt. Also geht es hier in eine Krise von Zusammenbruch, Wegbrechen der Produktionsstrukturen und Arbeitslosigkeit. Also in eine tiefe Wirtschaftskrise. Das droht einem Land innerhalb einer Währungsunion, wenn die Bedingungen der Inflation und der Produktivitätsentwicklung unterschiedlich sind. Das heißt, es droht dem jeweils rückständigen Land oder dem mehr inflationierenden Land. Da kann man fragen, wie kann denn ein Land in der Währungsunion inflationieren? Eine Möglichkeit ist doch, dass der Geldhahn aufgedreht wird, aber es gibt da jetzt gar nicht mehr zum Beispiel eine nationale Zentralbank, wie das vorher der Fall war. Meinetwegen, bleiben wir ruhig bei Griechenland. Zentralbank und die Drachme, die sind ja für Griechenland in Umlauf gebracht worden. Und in Deutschland dann, Deutsche Bundesbank, hat die D-Mark in Umlauf gebracht und dann gab es diesen Wechselkurs und so weiter. Das gibt es ja jetzt nicht mehr. Hier gibt es dann, es gibt zwar auch nationale Zentralbanken, aber die sind mehr eine Art Filiale, jetzt mal salopp ausgedrückt, der Europäischen Zentralbank. Sie sind auch Anteilseigner übrigens der Europäischen Zentralbank. Und interessant ist übrigens, wer sind denn dann die Anteilseigner der nationalen Zentralbanken? Da habe ich gerade heute eine neue Meldung bekommen von einer Auskunft der Österreichischen Nationalbank, die sagt, also bei insgesamt, ich glaube, es sind 27 Länder in Europa, hat sie nur Auskunft geben können für 8. Und bei den anderen wäre das so schwierig zu recherchieren, das muss ich mal klar machen, wäre so schwierig herauszufinden, wer da eigentlich Anteilseigner ist. Aber immerhin unter den 8 waren dann auch einige, zum Beispiel die italienische Nationalbank, die ist zu über 90% bis heute noch in Privathänden. Privathänden?
allerdings etliche andere, die Deutsche Bundesbank, nach dieser Auskunft, also 100% in staatlichen Händen. Das wird von anderen auch noch ein Stück in Frage gestellt. Die belgische ist zu 50% halbe Staat und halb Privathände. Die österreichische war bis zur letzten Woche noch zu 30% in Privathand und ist dann jetzt aber neuerdings vollständig in staatlicher Hand. Also es ist schon interessant, man hat da nie gefragt, wer sind eigentlich die Zentralbanken? Wenn man erstmal die Frage stellt bei der amerikanischen Notenbank Fed, da kommen wir ja am Montag drauf auf das Thema, fällt man ja aus allen Wolken, jedenfalls ist es mir so gegangen, als ich mit erfahren habe, die ist im Wesentlichen in privaten Händen. Da will ich das Thema nicht vorwegnehmen. Das ist ein Krimi. Ein Krimi, der spannender nicht sein kann. Aber das ist nur so Werbung für nächstes Mal. Ja. Ja, kommen wir hier zurück auf eine Währungsunion. Eine Währungsunion nimmt diesem System sozusagen diesen Stoßdämpfer raus oder diese Abfederung oder diese Schutzhülle hier, dieses Gewächshaus, in dem auch schwächere Pflanzen gedeihen können und setzt sie dem rauen Klima der internationalen Konkurrenz und letztlich ja dann auch der Weltmarktkonkurrenz aus. Mit möglicherweise dramatischen Folgen. Ja, wie kann man dann sowas machen? Wie kann man sowas machen, wenn von vornherein, schon zu Beginn der Währungsunion, absehbar war, dass etliche Länder die eigentlich notwendigen Voraussetzungen gar nicht erfüllen können? Nun, da gab es ja im Vertrag von Maastricht einige Weichenstellungen. Das war ja, wenn ich mich recht erinnere, 92, wo die Weichen dann gestellt wurden. Und dann hieß es, ja, es braucht auch einige Jahre. Und in diesen Jahren müssten mehrere Bedingungen erfüllt werden. Und erst wenn diese Bedingungen erfüllt sind, die sogenannten Maastricht-Kriterien, dann sind die Länder reif, um in die Eurozone aufgenommen zu werden, also den Euro dann zu bekommen. Ja, was war das? Das war zum Beispiel, dass der Wechselkurs dieser Währung nicht allzu sehr schwanken durfte. Da hatten sie, glaube ich, 2,5% plus minus eingeräumt. Die Wechselkurse müssen über viele Jahre, und zwar die frei sich einspielenden, ziemlich konstant bleiben. Das wäre ja ein Ausdruck davon, dass diese Entwicklungen parallel laufen, zusammenlaufen, konvergieren, heißt das auf gut Deutsch oder Lateinisch. Das waren die sogenannten Konvergenzkriterien, also eines davon. Ein anderes war, dass die Inflationsraten auch nicht wesentlich voneinander abweichen durften. Also das sollte auch dort konvergieren und sollte bestimmte Größenordnungen nicht überschreiten. Das war wohl um die 3,4% maximal in der Größenordnung. Dann gab es noch ein weiteres Kriterium, die langfristigen Zinssätze, also das, was für Investitionen, längerfristige Investitionen dann vor allen Dingen, oder auch für Staatsverschuldung, dann an Zinsen anfällt, das sollte auch sich angleichen und nicht auseinanderdriften. Also auch hier wieder Konvergenz. Und schließlich in einem weiteren Bereich, nämlich was die Staatsverschuldung anlangt. Da sollten ähnliche Bedingungen entstehen, wenn sie auch anfangs noch sehr ungleich sind, meinetwegen die jährliche Neuverschuldung, Netto-Neuverschuldung. Wenn das ungleich ist, sollte sich das aufeinander zubewegen und auch der ganze Schuldenberg der Staatsverschuldung im Verhältnis zum Sozialprodukt, der sollte sich angleichen und auch da waren Limits gesetzt. Das sollte nicht mehr als 60% werden und Netto-Neuverschuldung nicht mehr als 3%.
Ja, das waren diese vier, oder wenn man diese Staatsverschuldung noch in Schuldenberg und in Netto-Neuverschuldung auftaucht, waren es fünf Kriterien, fünf Konvergenzkriterien, die damals formuliert wurden und wo gesagt wurde, nur dann, wenn die erfüllt sind, und zwar alle zusammen, kommt dieses Land in dieses Eurosystem und bekommt den Euro. Ja, die Zeit lief und die Uhr lief und es bewegte sich auf diesen geplanten Start des Euros zu. Nur die Bedingungen liefen zum Teil völlig aus dem Ruder, es lief auseinander. Es gab Wechselkursschwankungen. Alleine schon 1992 war England so in der Währungskrise drin, auch durch internationale Spekulation, damals mit dem George Soros und seinem Quantumfonds. Der hat die Währung eines starken Industrielandes in die Knie gezwungen, nur durch Spekulation. Und da war nichts mehr zu machen. Großbritannien musste damals aus diesem Vorläufer des Euro, aus der sogenannten, aus dem europäischen Währungssystem, aussteigen. Es ging einfach nicht, dass man die Wechselkurse in so engen Grenzen hielt. Italien ist auch rausgeflogen. Und dann hat man auch irgendwo gesehen, in den engen Grenzen lässt sich das gar nicht halten und hat gesagt, dann machen wir diese Schwankungsbreiten größer, plus minus 15%, und hat das als Erfolg gefeiert gegenüber der internationalen Devisenspekulation. Im Grunde war es eine Bankrotterklärung, jedenfalls des Planes, den man da geschmiedet hatte und umsetzen wollte. Also bevor eigentlich der Start des Euro kam, waren auf verschiedenen Ebenen, in Bezug auf verschiedene Kriterien, so deutliche Anhaltspunkte dafür da, dass die Eintrittskriterien nicht erfüllt werden können und dass es sich eher auseinanderentwickelt. Ja, nun hatte man aber den Plan, es muss der Euro her. Und es gab damals warnende Stimmen, ich selber war ja nun nicht groß in der Öffentlichkeit, aber mindestens kann ich sagen, ich gehörte auch dazu. Ich habe eindringlich gewarnt, unter diesen völlig unzureichenden Bedingungen den Euro dann auf den Weg zu bringen und ja, einzuführen. Es gab aber auch aus Kreisen der, ich sag mal, etablierten Wirtschaftswissenschaftler und der Ökonomen zu dem Thema damals schon auch warnende Stimmen, also vom Sachverständigenrat, auch von der Bundesbank, auch von etlichen renommierten Ökonomen ansonsten. Es gab ganz markant diese vier Professoren, die vor das Bundesverfassungsgericht seinerzeit gezogen sind. Also allen voran Wilhelm Hankel, der Währungsexperte, der wirklich hervorragend auch argumentiert hat. Und dann der mehr von der verfassungsrechtlichen und staatsrechtlichen Seite, der Schachtschneider, Karl Albrecht Schachtschneider, übrigens ein langjähriger Kollege von mir an der FHW, an der Fachhochschule für Wirtschaft, wo wir damals uns in verschiedenen Lagern befunden haben in der Hochschulpolitik. Keiner von uns geahnt hat, dass wir bei den Themen mal später irgendwie uns deutlich näher kommen würden. Dann war es noch Stabatti, Ökonomieprof, und der Wilhelm Nölling, der von der Hamburger Landesbank langjähriger Chef war. Die sind zu viert vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und haben geklagt gegen die Einführung des Euro, weil unter den gegebenen Bedingungen, unter dem, was auch zu erwarten sein würde für die kommenden Jahre und Jahrzehnte, absolut unzureichende Voraussetzungen gegeben sind. Es wäre unverantwortlich, auf der Grundlage den Euro auf den Weg zu bringen. Und wenn man ihn auf den Weg bringen würde, dann könnte er auf Dauer, und das ist nicht auf Dauer von ein, zwei Jahren, sondern auf die Dauer von etlichen Jahren, einem Jahrzehnt, anderthalb Jahrzehnten, könne er unmöglich so stabil gehalten werden, also jetzt Preisstabilität, Kaufkraft, wie es die D-Mark ja lange Zeit gewesen ist. Und
Damit würde das gegen das Grundgesetz verstoßen, weil im Grundgesetz ja der Schutz des Eigentums angeblich garantiert ist. Und darauf haben sich berufen, und das Bundesverfassungsgericht hat sie auflaufen lassen, hat gesagt, also es will jetzt auch der Politik da nicht irgendwie reinreden, die werden schon wissen, was sie machen, so etwa. Ja, interessant ist übrigens auch, dass Helmut Kohl lange Zeit die Auffassung vertreten hat, also in Bezug auf diese Frage einer europäischen Währungsunion, wenn dann nur als Krönung eines lange währenden Prozesses, möglicherweise Jahrzehnte währenden Prozesses der Annäherung der europäischen Völker in vieler Hinsicht, ökonomisch, politisch, also letztendlich auch das Zusammenwachsen zu einer politischen Union, dann kulturell, also mindestens mehr und mehr sich auch fühlen als Europäer, auch so eine Art europäische Identität entwickeln. Wenn all das sich entwickelt hätte in hinreichendem Maße, dann würde es irgendwann mal auch Sinn machen, sozusagen als Krönung, als Abschluss oder Abrundung eines solchen Prozesses des Aufeinanderzubewegens und der Integration, das mit einer Währungsunion zu krönen. Das ist schon interessant. Er hatte lange argumentiert gegen die, die eine schnelle Währungsunion befürwortet hatten und seit Maastricht ja das dann auch beschlossen wurde. Also vor Maastricht war Kohl Anhänger dieser Krönungstheorie. Ja, und dann kam auf einmal der Sinneswandel. Es gibt Stimmen, die es in Zusammenhang bringen mit der Deutsch-Deutschen Vereinigung. Da musste ja bekanntermaßen mussten die Siegermächte zustimmen. Gorbatschow hatte grünes Licht gegeben, aber die drei westlichen Siegermächte mussten auch zustimmen. Und es gab seinerzeit massive Vorbehalte auf Seiten von Großbritannien, das war unter Margaret Thatcher, und Frankreich unter Mitterrand, der Bush-Vater, war noch nicht so ganz stark dagegen, meines Wissens, aber vor allen Dingen England und Frankreich. Warum? Sie haben befürchtet, ein wiedervereinigtes Deutschland könnte ökonomisch zu stark werden, könnte dann politisch zu stark werden und wer weiß, militärisch vielleicht auch. Und da waren große Befürchtungen. Und die Zustimmung zur deutsch-deutschen Vereinigung soll von England und von Frankreich geknüpft worden sein an die Zusage, dass die D-Mark aufgegeben wird. Das heißt, es ist eine politische Entscheidung gewesen. Es ist ein Zugeständnis gewesen gegenüber Großbritannien und Frankreich und vielleicht zum Teil auch noch gegenüber den USA. Politische Entscheidung entgegen aller ökonomischen Vernunft. Alle Warnungen von Ökonomen und allem voran dann eben auch von diesen vier Professoren, die vor das Bundesverfassungsgericht gezogen haben. Es ist alles in den Wind geschlagen worden. Es ist praktisch niedergewalzt worden. Es ist ignoriert worden. Es hat auch praktisch damals überhaupt keine öffentliche Diskussion stattgefunden über Für und Wider, über die Voraussetzungen einer langfristig funktionsfähigen Währungsunion. Es ist einfach über die Bühne gezogen worden. Und ich erinnere mich noch daran, als es im Deutschen Bundestag ging, das hatten sie einen ganzen Tag angesetzt, vorher war in der Öffentlichkeit kaum zu dem Thema diskutiert worden. Im Bundestag gab es dann einige Abweichler in den einzelnen Parteien, die sind ausgelacht worden, die sind niedergebuht worden. In der FDP gab es auch einen Manfred Brunner, der ist auch vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, ist auch aufgelaufen und abgewiesen worden. Der hatte dann sogar eine kleine Partei gegründet, nur zu dem Zweck, den Euro zu verhindern.
die bekam dann aber letztendlich dann viel zu wenig Stimmen, um irgendwo politisches Gewicht auszuüben. Und so ist das also durchgezogen worden. Eine Volksabstimmung darüber hat es überhaupt nicht gegeben in deutschen Landen. Ich meine, dafür haben wir den European Song Contest jetzt dann ja bekommen. Da dürfen wir ja in ganz Europa abstimmen und jetzt sind wir ja auch hier Europameister. Ja, gut gemacht. Lena, und wenn man die Euphorie der Massen sieht und die Begeisterung und demnächst bei der Fußball-Weltmeisterschaft und die Fahrt werden jetzt schon geschwungen und wow, ja, da ist ja wirklich das Volk voll beteiligt. Ja, aber mit was? Mit völligen Belanglosigkeiten. Da dürfen die Bürger ihre Stimme erheben oder ja, in die Waagschale werfen. Aber bei so ja nicht ganz unwichtigen Fragen, wie der Frage Aufgabe der D-Mark und stattdessen den Euro, ist ja weder diskutiert worden, noch gar gefragt worden. Und dort, wo man gefragt hat, das war ja in Dänemark, da ist es daneben gegangen. Ja. Und in Frankreich ist es fast daneben gegangen. Und dann haben die anderen Regierungen sich gesagt, naja, also so einen Fehler machen wir nicht. Wir fragen nicht unser Volk. Und haben es eben einfach so durch die Parlamente gepeitscht, und es war überall so ziemlich das Gleiche, ohne inhaltliche Diskussion. Das ist schon eine Ungeheuerlichkeit. Wie man es dann aber den Völkern verkauft hat, den Euro, war ja nach diesen schrecklichen Erfahrungen, insbesondere des 20. Jahrhunderts, zwei Weltkriege von Europa ausgehend, die europäischen Völker sind übereinander hergefallen, furchtbare Opfer, nie wieder Krieg in Europa zwischen den Völkern. Ja, damit haben sie die Sehnsucht vieler Menschen angesprochen und geschürt und geweckt. Und als Lösung für diese Sehnsucht haben sie dann gesagt, und der Euro, der wird es bringen. Und dann die EU, ja, die Europäische Vereinigung und viele andere Hinsicht, die wird es bringen. Aber der Euro wird nun geradezu zum Symbol eines Zusammenwachsens, eines friedlichen Zusammenwachsens der Völker Europas. Kritiker haben damals schon gesagt, und wie gesagt, ich gehörte dazu, also ohne mich jetzt irgendwelchen Gruppierungen anzuschließen, aber das war das, was ich aus meinen eigenen Überlegungen so abgeleitet habe. Kritiker haben gesagt, der Euro unter diesen Bedingungen wird enorme Spannungen mit sich bringen. Warum? Wenn innerhalb Europas in den schwächeren Ländern die Produktionsstrukturen wegbrechen, die Arbeitslosigkeit umso heftiger wird, ja, dann ist ja klar, dann muss eigentlich hier, müssen Transferzahlungen her. Also Subventionen der stärkeren Länder gegenüber den schwächeren. Das ist ja auch lobenswert. Nur dem vorangegangen war ja schon der Prozess der deutsch-deutschen Vereinigung und noch ehe es dazu kam politisch, war ja schon die deutsch-deutsche Währungsunion beschlossen worden. Und diese deutsch-deutsche Währungsunion hat übrigens ja ganz Ähnliches mit sich gebracht. Das mache ich jetzt mal ganz kurz nur. Dann wäre das die Bundesrepublik, das wäre die DDR, die von Anfang an aufgrund des ganz anderen Wirtschaftssystems und dieser zentralistischen Planwirtschaft produktivitätsmäßig weit zurück lag und auch nicht jetzt so schnell aufholen konnte aus dem Stand, jedenfalls nicht aus inneren Kräften. Und dann wurde ja da auch eine gemeinsame Währung eingesetzt, in dem Fall nicht durch eine übergeordnete neue Zentralbank, sondern die Bundesbank der Bundesrepublik übernahm dann auch die Funktion der Geldversorgung für die neuen Bundesländer. Und das, was sich
anfangs ja noch als Geschenk auch darstellt. Es waren ja solche Verlockungen. Man denkt nur mal dran an die Bananen. Ja? Gleich hier beim Grenzübergang, schon am ersten Tag. Dann diese 100 D-Mark, Begrüßungsgeld. Eintritt in das westliche Konsumparadies. Dann strömt ja hier in Berlin alles dazu. 1007 KDW und boah! Ah, ich dachte, alle, die träumen. So was gibt's. Das alles in diesem schrecklichen Kapitalismus, den man ihnen ja immer mit der Propaganda da schlecht geredet hat. Und jetzt auf einmal sowas. Gut, viele haben ja vorher schon geahnt, dass es hier mehr zu konsumieren gibt und von anderer Qualität. Und etliche waren ja nun auch Kotzmauer und Stacheldraht geflohen, auf dramatische Weise. Aber jetzt war das alles offen. Oh. Und dann haben sie sich gesehnt nach der D-Mark, weil die D-Mark machte das ja möglich.